Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald und zu meinem ersten Video zur wissenschaftlichen Vortragsreihe, die ich hier jetzt hiermit starte. Und zwar Titel, was ist überhaupt ein Wald? Das wäre jetzt von daher vielleicht mal ganz interessant zu wissen, da wir uns in diesem Jahr gerne aufhalten. Klar wissen wir, wann wir im Wald sind, aber wie ist Wald überhaupt definiert? Es gibt da nämlich drei Definitionen, die bundesdeutsche rechtliche ist erstmal relativ simpel und die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Und blende entsprechend das Ding zum Mitlesen nochmal ein. Nach Artikel 2 des Bundeswaldgesetzes gilt Folgendes. Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grünfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Waldäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen. Kein Wald im Sinne dieses Gesetzes sind kurz Umtriebsplantagen. Das ist im Prinzip eine landwirtschaftliche Nutzungsform, indem man einfach auf einem landwirtschaftlichen Standort, also am recht guten Boden, der normalerweise landschaftlich genutzt werden würde, sehr schnell wachsende Baumarten anpflanzt zum Zwecke der Hackschnitzelproduktion oder Holzpellets, also für den Ofen. Agroforstliche Nutzung, das heißt, man kombiniert Forstwirtschaft mit Agrarwirtschaft, beispielsweise, einfaches Beispiel, das es schon seit vielen, 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 vielen Jahren gibt, eine Obstplantage, Obstbäume auf dem Acker. Unten drunter macht man noch Heu und ansonsten hat man Obstbäume, da hat man zweierlei Produkte, Baumprodukt plus landwirtschaftliches Produkt, Heu, und das ist auch schon Agroforstsysteme. Wird gerade jede Menge dran geforscht, gibt es aber schon eigentlich seit ewig. Alleen und Ähnliches, ist klar. Kleine Baumgruppen in bebauten Gegenden und Baumschulen. Also insbesondere jetzt drei Bäume im Vorgarten oder Ähnliches ist jetzt nicht automatisch gleich ein Wald. Und eine Baumschule, auch wenn da Bäume drin stehen, ist das trotzdem auch kein Wald. Das ist einfach jetzt so definiert. Und das variiert von ein bisschen nach Bundesland. Christbaumkulturen und Parkanlagen sind in der Regel auch kein Wald. Und damit hat sich das mit dem Bundeswaldgesetz erledigt. Wenn man wissen will, was in Deutschland Wald ist, geht man aufs nächste Landratsamt, lässt sich die entsprechende Karte geben, schaut drauf und guckt, aha, da steht Wald, dann ist es Wald. Wenn eine Fläche Wald werden soll, muss man eine Erstaufforstungsgenehmigung einholen, um diese Fläche quasi rechtlich in Wald überführen zu können. Man kann natürlich auch so Bäume pflanzen, aber dann ist es rechtlich gesehen noch kein Wald. Gleiches gilt beim Entwalden. Wenn man eine Fläche vom Wald weghaben will, reicht es nicht einfach die Bäume umzuschneiden, dann ist es immer noch Wald, rechtlich gesehen. Man müsste schon quasi rechtlich genehmigt bekommen, dass man diese Fläche jetzt juristisch gesehen roden darf. Also einfach die Landschaftsform ändern, juristisch gesehen. Ob da Bäume draufstehen oder nicht, spielt also eigentlich im Prinzip überhaupt keine Rolle. Wenn auf dieser Karte steht, das ist Wald, dann ist das Wald, solange bis irgendjemand was anderes beantragt und durchgesetzt bekommt. So simpel ist das in Deutschland. Eigentlich ganz praktikabel. In unserem Land mit vielen Paragraphen und jedem gehört hier ein Stück Erde und da ein Stück Erde, ist das sicherlich auch sinnvoll. Finde ich eigentlich gut, kann man aber weltweit nicht so machen und das ist der springende Punkt. Nämlich gibt es für internationale Fragen bezüglich, was Wald ist, weil der sieht global gesehen in vielen, vielen, vielen verschiedenen Teilen der Welt ziemlich anders aus als zum Beispiel unserer. Wenn man zum Beispiel einen Mensch aus dem Dschungel nimmt und bei uns in den Schwarzwald absetzt, dann wird der feststellen, das ist aber ein mickriger Wald. Wenn man das gleiche mit einem Afrikaner macht, der irgendwie aus der Serengeti kommt und bei dem, den man uns in den Schwarzwald stellt, dann wird der, boah, das ist ja ein riesiger Wald, feststellen. Demzufolge, Wald ist nicht gleich Wald. Und es gibt zum Beispiel ja sogar im Wasser Wälder, Mangrovenwälder, die wirklich mit den Füßen im Wasser stehen. Auch das sind eben laut der folgenden Definition tatsächlich eben Wälder. Und wenn man die nicht anders kennt, ist das für einen ein Wald. Deshalb ist es sehr schwierig, eine international gültige Walddefinition zu finden, in dem sich halt einfach keine Kultur, kein Land, kein Volk vor den Kopf gestoßen fühlt, dass ihre Gehölzlandschaft, die jetzt eben halt nicht so viel Gehölz enthält, eben kein Wald ist, international gesehen. Weil für die ist das eben nun mal der Wald, was sie da halt eben haben in ihrem Land. Und demzufolge ist die Definition, was Wald ist, relativ einfach gefasst. Also
die Kriterien sind einfach zu erfüllen, wenn man ein Baum ist, nämlich Mindesthöhe 5 Meter der entsprechenden Gehölze, die da stehen. Das ist wirklich nicht viel. Da kann man 1,80 Meter Menschen übereinander stapeln, gedanklich, und dann weiß man, was 5 Meter sind. Das ist nicht dramatisch. Viele von euch sind garantiert auch schon mal vom 5-Meter-Turm gesprungen. Wirklich nicht besonders schlimm, 5 Meter Höhe zu erreichen. Das zweite Ding ist, die Mindestfläche muss 0,5 Hektar betragen. Das sind dann einfach 5000 Quadratmeter. Ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter, ein halber entsprechend 5000. Kann man sich schön bildlich vorstellen als einen Streifen von 100 Meter Länge und 50 Meter Breite. Das dritte Kriterium nach dieser Klassifikationsmethode ist es, dass man einen Überschirmungsgrad von 10% haben muss. Was ist jetzt ein Überschirmungsgrad? Das ist einfach der Anteil der Fläche, über der Blätter sind, also Baumblätter, an der Gesamtfläche. Also 10% heißt, Moment, im Fall von unseren 5000 Quadratmetern müssen also 500 Quadratmeter davon von Laub überdeckt sein, dann hat man einen Wald. Sofern das Ganze dann auf 5 Meter hoch ist und eben die ganze besagte Mindestfläche von einem halben Hektar hat. Also die Walddefinition, wie ich sie jetzt gerade dargestellt habe, ist von der FAO. Das ist die Food and Agriculture Organization. Das ist eine Untergruppe der UN. Das heißt, fast jedes Land, das irgendwie in der UN Mitglied ist, und das ist ja fast jedes Land, außer jetzt so Länder wie Nordkorea oder sowas, sind da irgendwie Mitglied, und deshalb muss auf die auch Rücksicht genommen werden, und deshalb muss diese Definition so allumfassend sein, damit nach Möglichkeit jedes Land, das bei der FAO in irgendeiner Form mal Geld bezahlt hat, tatsächlich irgendwie Wald hat. Das ist jetzt natürlich ein bisschen bissig ausgedrückt. Natürlich versuchen sie jetzt nicht jedem Land Wald anzudrehen. Also mitten in der Sahara, da setzen die auch keinen Wald rein, auch nicht mit dieser lockeren Definition. Eine Oase theoretisch wäre dann wieder Wald, sofern sie jetzt halt nicht gerade landwirtschaftlich genutzt wird. Das ist nämlich noch eine kleine Ausnahme in der Definition. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind kein Wald und auch nicht irgendwelche besiedelten Flächen. Also wenn du jetzt irgendeinen Park hast, in dem hier ein Haus, da ein Haus und dazwischen 3-4 Bäume, auch wenn das nach der Definition dann schon für Wald reichen würde, ist es kein Wald, weil es ja eine besiedelte Fläche ist. Es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, aber die Definition ist halt schon relativ locker. Und wofür braucht man jetzt diese Definition? Die FAO ist auch die einzige Organisation, die groß genug ist und die nötigen finanziellen Mittel hat, dadurch, dass sie einfach von sämtlichen Mitgliedstaaten in der UN unterstützt wird finanziell, die es sich leisten kann, tatsächlich die Weltwaldfläche festzustellen. Und das tut sie eben nach ihrer entsprechenden Definition. Und da dann halt auch eine buschige Landschaft mit so kurzen Stummelbäumchen tatsächlich als Wald zählt, gilt nach FAO die Waldfläche weltweit als ungefähr ein Drittel der Landmasse. Das schwankt immer so ein bisschen. Hört sich jetzt erstmal relativ viel an. Ist auch relativ viel, also keine andere Landnutzungsform. Land, wohlgemerkt, Wasser ist ja 2/3 der Erdoberfläche. Aber Landnutzungsform ist tatsächlich Wald die am häufigsten auftretende. Aber eben nach der FAO-Definition. Deshalb wollte ich euch jetzt unbedingt näher bringen, dass diese Definition halt eben relativ locker gefasst wird und da Wald nicht gleich unbedingt das ist, was wir unter Wald verstehen würden und halt eben auch nicht die ökologischen Funktionen von einem Wald, wie wir sie jetzt wahrnehmen als Europäer, erfüllt. Jawohl. Aber die haben ihre Walddefinition noch ein bisschen umfassender ausgestattet und haben diverse verschiedene Waldtypen definiert. Und das ist dann auch wieder relativ interessant, weil man da auch viel über die globale Waldpolitik und Umweltpolitik lernen kann, wenn man sich das mal genauer anguckt. Und das machen wir jetzt. Und zwar, zunächst mal der klassische Urwald ist dieser hier, der Primary Forest in Englisch. Das ist tatsächlich also wirklich noch ein sehr strukturreicher Wald. Ich habe es versucht, hier mal bildlich darzustellen. Da liegen unten hier noch so ein paar tote Stämme drin. Wir haben also einen hohen Totholzanteil. Wir haben einen sehr strukturreichen Wald mit vielen verschiedenen Baumarten auch. Und insbesondere lauter Baumarten, die da natürlich von Natur aus vorkommen. Kein Baum ist gepflanzt. Alles ist da natürlich gewachsen und der Mensch hat da drin überhaupt keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Sowas ist heutzutage sehr selten. Da gibt es im Prinzip
gibt bloß noch den tropischen Regenwald, der da in Frage käme. Es gibt noch so ein paar kleine Urwaldreste. Selbstverständlich auch in Sibirien gibt es noch richtige Urwälder. Die sehen aber natürlich mal ganz anders aus als ein tropischer Urwald. Und auch in vielen anderen Bereichen, wo die Welt nicht sehr ordentlich besiedelt ist, haben wir noch Urwaldreste. Aber selbst diese Urwälder sind ja nicht völlig vom Menschen unbeeinflusst, weil wir ja das komplette Klima gerade auf den Kopf stellen. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Wald aus. Also streng genommen gibt es gar keine Urwälder mehr, nach dieser Definition allerdings schon. Die nächste Kategorie, die noch relativ nah am Urwald dran ist, ist der Naturally Regenerated Forest. Das heißt, besagter Wald ist mal stellenweise in irgendeiner Form zerstört worden, sei es jetzt durch unseren Einfluss oder eine andere Katastrophe, die wir irgendwie nur so nebenher bewirkt haben, wie zum Beispiel ein Waldbrand. In dem Fall, oder wir haben einfach nur Teile eines Naturwaldes zerstört bzw. genutzt. Zerstört ist ja immer so gleich so ein fieses Wort. In dem Fall müssen wir aber als Kriterium, damit wir eben diesen Naturally Regenerated Forest haben, müssen wir immer noch mindestens 50% urwaldartige Strukturen haben und es darf nur 40%, maximal weniger als 50%, hier in meinem Beispiel sind es jetzt 40%, dazu gepflanzte Bäume geben. Wenn wir aber Bäume dazu pflanzen, dann müssen eben diese künstlich eingebrachten Bäume, man kann sie auch säen, man muss sie nicht zwingend pflanzen, dürfen also eben nicht mehr als die Hälfte ausmachen und der Rest muss noch quasi aus natürlichen Quellen stammen, also von alleine aufgewachsen sein, ohne dass der Mensch irgendwas dazu getan hat. Und wichtig ist eben bei so einer Waldstruktur, dass keine großartigen menschlichen Eingriffe erkennbar sind, denn wenn menschliche Eingriffe erkennbar sind, dann sind wir auch schon hier unten. Das ist eben der Other Naturally Regenerated Forest. Ich kann kein Englisch. Und der erste Typ davon wäre dann With Clearly Visible Indications of Human Activities. So, das heißt, wir finden ab und zu mal einen abgesägten Baumstumpf. Hier oder hier oder hier. Wir haben aber immer noch einen hohen Anteil von Bäumen, die eben aus Naturverjüngung, also von alleine aufgewachsen sind und immer noch einen vergleichsweise geringen Anteil von gepflanzten Bäumen. Gepflanzte Bäume sind immer schön die, die hier in Reihe und Glied stehen. So einen Wald haben wir hier auch, so einen Clearly Visible Indications of Human Activities. Wenn wir eben eine Waldfläche ursprünglich mal kahl geschlagen haben und völlig degradiert haben, dann haben wir danach eben auch wieder so einen Wald, wenn der wieder aufwächst, aus natürlichen Kräften eben. Das gäbe dann auch sowas. Und wenn wir gar nicht entscheiden können, ob es jetzt nun gepflanzte Bäume sind oder natürlich gewachsene Bäume, dann gehen wir quasi zugunsten der natürlich gewachsenen Bäume davon aus, dass sie natürlich gewachsen sind und der Wald wird in diese Kategorie eingeteilt. Auch in diese Kategorie gehören Wälder, die einfach den Status dieses Waldes hier noch nicht erreicht haben, weil sie noch nicht alt genug sind. Wenn aber absehbar ist, dass sie diesen Status irgendwann mal erreichen werden, dann gehören sie so lange, bis es soweit ist, in diese Kategorie. Die letzte Kategorie auf dieser Seite ist der Other Naturally Regenerated Forest of Introduced Species. Das heißt, da haben wir jetzt anders als überall hier oben jetzt auch Bäume drin, in diesem Fall hier Nadelbäume, die da eigentlich gar nicht hingehören. Also in unseren normalen Buchenwäldern, die wir hier im deutschen Tiefland, also wenn wir jetzt nicht wirklich hoch in die Gebirge gehen, hätten wir eigentlich fast überall buchendominierte Wälder. Zumindest wären fast immer Buchen drin oder zumindest Laubwälder. Nadelholz würde hier im deutschen Tiefland in Anführungszeichen eigentlich so gut wie nie vorkommen. Daher ist es, wenn wir irgendwo Fichte oder Kiefer hinpflanzen, fast immer so, dass wir da quasi eine Introduced Species hingesetzt haben, weil das eben eine eingeführte Art ist, die da natürlich nicht vorkommen würde. Wobei es dann relativ egal ist, ob diese eingeführten Spezies jetzt aus Naturverjüngung sich selber verjüngen, wie jetzt zum Beispiel hier diese hier, oder ob wir sie künstlich verjüngt haben. Wichtig ist allerdings, dass ihr Gesamtanteil mehr als 50% beträgt, weil sonst ist es kein Wald, der eben auf Introduced Species basiert. Ja, und Planted Forest ist die letzte naturfernste Kategorie sozusagen. Dabei handelt es sich eben halt um solche Wälder, die dann wirklich komplett gepflanzt sind.
sei es jetzt mit einheimischen Baumarten oder eben mit fremdländischen Baumarten. Wenn man fremdländische Baumarten nimmt, hat man eben dieses Beispiel, dann ist es ein Planted Forest of Introduced Species. Wenn man einheimische Baumarten nimmt, ist es nur ein Planted Forest. Und die künstlich verjüngten Baumarten, KV, hier für künstlich verjüngt, also sprich gepflanzt oder gesät, müssen eben wieder mehr als 50% am Anteil haben. Und die natürlich verjüngten, die einfach von allein Same fällt vom Baum, Baum wächst hoch, aufgekommen sind, haben eben entsprechend weniger als 50%. Das gleiche gilt hier. Nur eben ist es da halt eben dann nochmal wichtig, dass man mindestens 50% oder mehr künstlich eingebrachte Baumarten hat und 50% von denen wiederum oder mehr müssen fremdländische Baumarten sein, die eben natürlich auf diesem Standort nicht vorkommen. So. So, warum ist das Ganze jetzt so interessant? Ich habe ja vorher gesagt, dass man daraus ein bisschen Rückschlüsse auf die globale Umweltpolitik ziehen kann, wenn man sich diese Definition anguckt. Dazu muss man sich jetzt noch anschauen, was denn die FAO behauptet, welche Waldformen wir in Deutschland hätten. Und zwar haben wir wohl überwiegend eben diesen sehr naturnahen Wald, diesen Naturally Regenerated Forest with clearly visible indications of human activities. Also diesen da haben wir überwiegend überall. Das ist auch relativ der Realität entsprechend, zumindest wir Förster streben es an, so einen Wald bald überall stehen zu haben, der größtenteils eben aus Naturverjüngung stammt, die Bäume sich selbstständig ansamen und von alleine wachsen und wir halt selektiv einzelne Bäume nur entnehmen und die Gesamtstruktur ziemlich nah noch an der Natur dran ist. Das ist also so die typische Waldform, die wir laut FAO in Deutschland haben. Bald werden wir das wahrscheinlich haben, was wir aber lustigerweise laut FAO überhaupt nicht haben oder nur zu ganz, 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 ganz minimalen Anteilen sind Plantagen. Aber unsere Fichtenäcker sind im Prinzip ja nichts anderes als Plantagen und sogar noch auf Introduced Species, weil die Fichten gehören nicht ins Tiefland und die sind in der Regel auch alle in irgendeiner Form gepflanzt. Und selbst wenn sie von Natur aus aufwachsen, das ändert ja im Prinzip nichts an der ökologischen Wirkung dieses Waldes. Deshalb ist eben diese Einteilung, die die FAO da vornimmt, einfach nach der Art des Aufwachsens, ob sie gepflanzt sind oder natürlich aufwachsen, jetzt gerade besonders für deutsche Verhältnisse, relativ unpraktisch, weil das kaum was über die ökologische, also es sagt schon was drüber aus, aber nicht genug über die ökologische Qualität eines Waldes aussagt und wie nah dieser Wald an einem natürlichen Wald dran ist. Wir haben gepflanzte Wälder, die sehen fast aus wie ein Buchen-Urwald, mal abgesehen davon, dass eben das Totholz fehlt und die alten Bäume fehlen. Die würden aber noch nachwachsen, wenn man diesen Wald dann teilweise eine Zeit lang alleine lassen würde. Da spielt es dann nach 100 Jahren oder irgendwas, oder sagen wir 200-300 Jahren, wirklich keine Rolle mehr, ob dieser Wald ursprünglich gepflanzt wurde oder natürlich entstanden ist, also aus natürlicher Aussaat der Bäume selbst. Und daher ist das alles so ein bisschen wischiwaschi, diese Kriterien. Für die Tropen ist das alles gut. Und die Tropen sind natürlich der Brennpunkt, wo es jetzt wirklich darum geht, wie viel Wald in den Tropen verschwindet und wie viel Wald in den Tropen durch eine andere Waldart ersetzt wird. Weil das ist nämlich eben der zweite Brennpunkt eben bei diesen Klassifikationstypen. Die Weltwaldfläche ist ungefähr konstant. Wir wissen aber auch, das hat bestimmt jeder in den Medien mal mitbekommen, dass massenhaft Bäume in den Tropen abgeholzt werden. Die halben Tropen sind mittlerweile schon weg. Es verschwinden pro Sekunde, ich weiß es nicht, Fußballfelder von Wald. Die Entwaldungsrate ist also wirklich enormst hoch. Das merkt man eben nicht an der globalen Waldbedeckung, weil die bleibt ungefähr konstant, weil an anderen Stellen eben um diesen Wald zu roden, danach Palmölplantagen hingestellt werden. Das sind zwar nur Plantagen, aber die sind auch Wald. Das heißt, wenn man sich also jetzt nur diese Zahl anguckt, wir haben immer noch ein Drittel der Landfläche von Wald bedeckt, da muss man sich eben das Ganze noch genauer anschauen und stellt dann fest, aha, ja gut, aber das sind kaum noch Privärwälder, das sind ganz überwiegend irgendwelche ollen Plantagen und diese Wälder, wie wir sie hier in Deutschland eben haben bzw. anstreben, sind auch nicht besonders viele weltweit. Also überhaupt diese selektive Holznutzung, die wir deutschen Förster übrigens auch ziemlich erfunden haben. Das ist eben wirklich was, was es kaum auf der Welt irgendwo anders gibt, außer in Mitteleuropa und eben Ländern, die sich's leisten können und wenig genug Wald haben, dass sie überhaupt einsehen, dass sie sich's leisten müssen. Weil die USA oder Kanada bezahlen könnten die das auch,
aber die haben so viel Wald, dass die einfach riesige Kahlschläge machen und es ist ihnen scheißegal, weil sie haben ja so viel Wald. Wenn man jetzt mit dem Kanadier spricht, wird er auch Argumente finden, weshalb das so genau richtig ist und unsere selektive Nutzung eigentlich vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Wir hier in Mitteleuropa sind der Meinung, wir haben das Wissen mit Löffeln gefressen. Haben wir auch, wir haben die Forstwirtschaft erfunden, wir haben auch die Forstwissenschaft erfunden, demzufolge haben wir viel mehr Jahre Ahnung als zum Beispiel irgendwelche Kanadier. Eventuell waren die Russen sogar noch früher dran als wir mit der ganzen Forstwirtschaft, aber das ist nicht so wichtig. Aber kommen wir nochmal zurück dazu, dass ich jetzt sagte, dass Deutschland im Prinzip keine Plantagenwälder hat. Nach dieser FAO-Statistik, was ja einfach gelogen ist, weil wir die eben sehr wohl haben. Unsere Fichtenäcker, Fichtenmonokulturen sind nichts anderes als Plantagen. Und wie gesagt, sogar mit eingeführten Baumarten. Aber die werden nicht so aufgeführt. Die gelten als der gleiche schöne deutsche Wald mit selektiver Nutzung wie alles andere auch. Weil Deutschland halt eben bei der FAO ein großer Geldgeber ist und es Deutschland offensichtlich nicht haben wollte, dass in der FAO-Statistik drinsteht, dass Deutschland viele Plantagen hat. Ist ein bisschen gewagt jetzt diese Aussage, aber ich habe da den einen oder anderen Prof, der mir da recht geben würde, wenn man eben halt dann ein bisschen kritisch mal hinterfragt, warum denn bitteschön Deutschland bei der FAO-Statistik so gut abschneidet. Ist nämlich ja eigentlich jetzt nicht so wirklich so. Klar sind unsere Wälder insgesamt tatsächlich gut und sie sind vor allen Dingen sehr gut bewirtschaftet und sie werden vor allen Dingen auch nochmal immer viel, viel, viel besser und der Fichtenanteil nimmt ab und überall wird mehr Laubholz gepflanzt, das ist alles super, aber es sind tatsächlich immer noch jede Menge Plantagen da. Plantagen, so rum. Und das darf man eigentlich jetzt nicht so verschleiern, wie es eben in diesen FAO-Berichten tatsächlich der Fall ist. Gut. Also eben, die internationale Walddefinition ist so ein bisschen sehr fragwürdig. Es gibt noch eine andere Walddefinition, das ist dann eben die klimatische. Das ist die dritte im Bund. Ich habe ja ganz am Anfang mal irgendwie erwähnt, es gäbe drei. Da geht man einfach von den ökologischen Kriterien aus, dass ein Waldklima entwickeln müsste. Also wirklich eine bestimmte spezifische, bestimmtes spezifisches, andersartiges Klima als vor dem Wald, also außerhalb des Waldes. Sobald der Wald groß genug ist, um das zu entwickeln und hoch genug und dicht genug, handelt es sich um einen Wald. Das könnte man international auch anwenden, aber dann wäre die Weltwaldfläche erheblich geringer. Das überlasse ich jetzt einfach mal euch, was das politisch jetzt wieder für einen Hintergrund haben könnte, weshalb man das zum Beispiel nicht tut. Wäre natürlich auch vom Aufwand her, kann man nicht sagen, dass das vom Aufwand her sonderlich viel mehr Aufwand wäre, weil das lässt sich auch durch Luftbilder machen. Feststellen, ob die Größe und Dichte dieses Waldes reicht. Oder man macht einfach irgendwelche Infrarotaufnahmen und misst Temperatur von im Wald und außerhalb vom Wald. In heißen Gegenden ist es im Wald kühler, außerhalb vom Wald heißer, in kalten Gegenden andersrum. Im Wald ist ein bisschen wärmer und außerhalb vom Wald ein bisschen kühler. Man kann da jede Menge forschen, man kann da jede Menge untersuchen, man kann da jede Menge kritisieren, man kann sehr viel drüber nachdenken, man kann noch viel mehr drüber erzählen. Und das sollte jetzt einfach mal so eine kleine Einführung gewesen sein, dass ihr einfach mal mitbekommt, wie komplex die ganze Geschichte ist, wie viel Politik in solchen umweltpolitischen Fragen eben tatsächlich drinsteckt, wie viel Wirtschaft auch, weil Deutschland eben so tolle Wälder haben muss, weil Deutschland einer der Hauptgeldgeber von dieser internationalen Organisation da ist. Und selbst so eine UN-Organisation, eine Weltorganisation, in der jeder mitreden kann, da gibt es so ein paar kleine Ungerechtigkeiten, weil halt Leute, die da mehr zahlen, besser dastehen als Leute, die da weniger zahlen. Ist jetzt nur meine Meinung, muss nicht unbedingt stimmen. Wer da anderer Meinung ist und sich auskennt, bitte gerne ab in die Kommentare. Ich hoffe, das war jetzt nicht viel, 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 viel zu viel, aber ich wollte euch jetzt absichtlich mal ein bisschen flashen, einfach damit ihr mal kapiert, wie komplex das Ganze ist. Alle weiteren Themen zu diesem Thema werden deutlich weniger kompliziert werden und ich fange einfach mit kleineren Sachen an und mache auch nicht so viel auf einmal. Das war, wie gesagt, jetzt einfach als Einstieg, dass ich mir mal weil ich so oft höre, der Wald, das kann man studieren, muss man auch. Das ist nämlich wirklich, wirklich kompliziert. Und das ist bloß die verdammte Walddefinition gewesen. Da ist doch überhaupt keine Ökologie mit dabei. Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu kaputt von dem ganzen Gelaber. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut.